Nee, zum Glück möchte ich erstmal, dass Sie mich nicht hier als Sache behandeln, sondern als Mensch. Okay. Kann jemand mal bitte die Aktenzeichen 16, 17, 15, einen Moment, auch Sie dürfen mich öffentlich behandeln, danke. Erschien der Aufruf Absatz 1. Der Kläger in Person und für die Kläger mit weiterer Vollmacht, Herr Rechtsanwalt Voss, Absatz des Weiteren war erschienen. Ein bisschen lauter sprechen, kann das ganz schön verstehen. Das ist ein Diktat, das brauchen Sie im Moment. Brauche ich nichts, oder? Wer sind Sie denn? Darf ich kurz da? Ich bin Francisco Koch und ich möchte den Protokoll schreiben und da muss ich schon verstehen, was Sie sagen. Okay, ich habe gerade aufgenommen, wer erschienen ist. Sind wir hier eigentlich? Okay. Können Sie das Covid warten? Also das geht aber auch nicht. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Rechtsanwalt. Ja. Es gibt eine Diskussion vor Gericht, auch wie man eine Richterin angeht. Ja. So wie Sie das machen, geht das gar nicht. Können Sie sich überhaupt legitimieren? Okay. Ja, aber ich nehme das immer sicherlich nicht so. Also ich möchte erstmal klarstellen, dass ich hier nicht als Sache tätig bin, bin und ich bin deutscher Staatsangehöriger, wegen hier zum Link dazu meinen Staatsangehörigkeitsausweis, so wie vor. So, und möchte auch erklären, dass ich hier nicht freiwillig bin, sondern rein, um zwar Zwangsmaßnahmen, die Sie angekündigt haben, zu schützen. Ich habe keine Zwangsmaßnahmen. Doch. Okay. Wenn man nicht kommt, dann muss man nicht sparen. Was sind Zwangsmaßnahmen? Absatz, der Beklagte überreichte einen Staatsangehörigkeitsausweis. Absatz. Okay. So, und dann möchte ich gerne, dass Sie mir meine Rechtsunsicherheit Abhilfe leisten. Und dazu habe ich verschiedene Fragen, bevor Sie eröffnen. Gemäß Artikel 101 im Grundgesetz steht mir ein staatliches Gericht zu. Ist dieses Jahr ein staatliches Gericht? Ich werde Fragen nicht beantworten. Sie müssen mir das beantworten, ob ich hier in einem staatlichen Gericht bin. Ansonsten gehe ich davon aus, dass es kein staatliches Gericht ist. Absatz. Eine Güteverhandlung ist aussichtslos. Absatz. Der Klägervertreter stellte die Anträge mit dem Schriftsatz von 8. Hallo, Sie müssen, Sie müssen mir erstmal die Frage beantworten, ob das hier ein staatliches Recht ist. Sind Sie ein staatliches Recht? Doch, das müssen Sie. Dazu sind Sie verpflichtet. Nein. Ja. Nein, ich möchte wissen, ob das hier eine private Veranstaltung ist, nicht statthaft. Der Beklagte erklärte, dass er keine Anträge stellen möchte. So. Er weist darauf hin, dass er darauf besteht, dass nein. Was nein? Nein, ich diktiere, dann ist Ruhe im Gericht. Sie haben mir meine Fragen erstmal zu beantworten. Aha, okay. Bevor Sie. Der Beklagte besteht darauf, dass Fragen beantwortet werden, Punkt, das Gericht erklärte, dass Fragen nicht beantwortet werden. Absatz geschlossen und verkündet. Entscheidung am Ende der Sitzung. Nein. Danke. Ja, sind wir jetzt hier in einem Gerichtssaal oder sind wir jetzt hier in einem Kasperverein?
im Kasperverein, ja, wie sie hier aufhören. Ja? Hier oben dann im deutschen Gericht, das ist doch völlig daneben. Nee, die Deutschen, dann müssen Sie ja schon eine Probe tragen. Dann müssen Sie ja schon eine Probe tragen. Wer sind Sie eigentlich? Dann müssen Sie erst mal eine Probe tragen. Oh! Was ist das denn? Verlassen Sie bitte den Sitz. Nein, ich möchte vorgehen. Die Sitzung ist geschlossen. Nein! Raus! Nein! So, von der Füße auf. Raus! Alle! Nein, da sitzen. Oh, oh. Die Sitzung ist geschlossen. Es ist ein öffentlicher Raum, hier kann ich sitzen. Wann haben Sie die Sitzung eröffnet? Das ist mir entgangen. Weil ich schreibe ja gerade das Protokoll. Raus! Alle raus! Aber wie heißt das? Wer schreit, hat recht oder wie ist das? Raus! Ja, arbeiten Sie nach dem Grundgesetz oder woran arbeiten Sie? Das ist doch eine bestandberechtigte Frage, die jeder Bürger nach § 101 hat. Oder ist das jetzt Verstoß gegen das Grundgesetz. Alle raus! Warum verstoßen Sie gegen das Grundgesetz? Gehen Sie bitte raus. Das ist doch ein öffentlicher Saal. Sie gehen jetzt bitte raus. Das ist ein öffentlicher Saal. Ja, Sie gehen jetzt bitte raus. Ein deutscher Staatsangehöriger mit an. Staatsanwalt aufzuhören, Sie dürfen nicht ganz anfassen. Die Richterin hat Ihnen gerade gesagt, Sie möchte den Saal. Ja, was ist das doch kein Richterin. Sie ist ja keine Richterin. Gehen Sie bitte. Sie ist keine Richterin, sie hat sich nachgewiesen. Bitte gehen Sie. Sie hat sich nachgewiesen, dass sie Richterin ist. Diskutieren. Ja. Warum Sie jetzt hier nicht? Ja, noch wahrscheinlich. Können Sie sich denn unseren Paragraf 101 aus dem Ansicht aufwenden? Ich laut Grundgesetz, Sie haben ja einen Eid geschworen. Sie verlassen jetzt diesen Saal. Ja, wird hier nach Grundgesetz gearbeitet oder wird hier nach eigenem Recht? Ich möchte nicht diskutieren. Ich habe eine Anweisung erteilt, Sie verlassen den Saal. Eine Anweisung? Dem also kommen Sie kein, nach. Also ist kein Gericht hier. Eine Anweisung. Wenn Sie nach § 101, dann sind Sie jedem Bürger gesetzlich verpflichtet, sich gegen Grundgesetz zu legitimieren. Also arbeiten Sie ja nicht nach dem Grundgesetz. So. Habt ihr das gehört? Also, ich bin nicht nach dem Grundgesetz. So, es wird ja nicht mehr gehen.